Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon, deine Tierparade. Ja, wir sind hier am 8. Tag des Winters und wir haben zufälligerweise im Kalender erfahren, dass unsere Hexe schwanger ist. Hier am 21. soll es voraussichtlich geschehen. Hexe, Schatz, sag mir was dazu. Nein, du sollst mir nicht sagen, dass du mich magst oder sowas. Du sollst mir sagen, dass du schwanger bist. Aber das will sie mir nicht sagen. Sie will es mir nicht verraten. Hoffentlich verrät sie es mir irgendwann mal. Ich dachte eigentlich, dass das so eine Art Sequenz kommt, wo man im Krankenhaus, wo sie dann im Krankenhaus flackt. Aber naja, vielleicht wechsle ich vielleicht mit einem anderen Harvest Moon. Kann ja sein. So, Schneemann, was hast du heute für mich? Ja, eine leere Blechdose, okay. Heute nichts Besonderes. Sei dir verziehen. Sonst schenkst du mir aber was Tolles. Heute mal nur Müll. Es sei dir verziehen. So, jetzt wollen wir erstmal hier alle unsere Felder gießen. Denn wir haben ja jetzt auch das dritte Ackerstück. Und das ist schön. Endlich das dritte Ackerstück. Dadurch können wir jetzt halt ordentlich Kohle scheffeln, sage ich jetzt einmal. Und somit dürfte der Zukunft eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. So. Ich muss nur schauen, dass ich doch so viel Kohle wie nur irgendwie möglich scheffel. Dafür darf ich mich aber leider nicht nur auf meine auf mein Buchweizen verlassen, sondern ich muss auch viel in der Mine buddeln. Somit ein kleines Zubrot sozusagen verdienen. Ich glaube, ich habe ja schon ordentlich viel in meiner Werkzeugkiste schon wieder drin. Ich glaube, da ist doch schon wieder ordentlich was drin. Ich habe Hunger. Muss ich mal so anmerken. Ich wollte mir vorher einen Kaiserschmarrn machen. Ich habe mir extra deswegen lecker Apfelmus besorgt. Leider keine Rosinen. Ich habe irgendwie keine gefunden. Der hatte irgendwie keine, was ich blöd fand. Schade. Ich mag das irgendwie, wenn im Kaiserschmarrn so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Rosinen drin sind. Lecker, lecker, lecker. Ja, wie gesagt, ich wollte mir vorher noch einen Kaiserschmarrn machen, aber irgendwie, ja, ich war zu faul. Gebe ich zu. Ist zwar keine Arbeit, aber ich war einfach zu faul. Ich wollte nicht. Mir hat halt dieser Kick gefehlt. Dieser Kick, wo ich jetzt sage, ha, jetzt mache ich mir einen. Ha, 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 ha. Ja, der hat mir irgendwie gefehlt. Und deswegen war mein. Hat es halt keinen gegeben. So, Feld Nummer 1 wäre bewässert. Dann schnappen wir uns gleich mal das nächste. Vielleicht sollte ich auch mal mit dem Gedanken spielen, mit was für einem Gedanken? Ach ja, genau. Jetzt habe ich während dem Reden vergessen, was ich sagen wollte. Schlimm. Ja, vielleicht sollte ich auch mal mit dem Gedanken spielen, das Geld ein bisschen zu investieren, bevor ich mir das Haus kaufe. Und zwar, indem ich mir die Goldgießkanne hole. Wäre eine Überlegung wert, weil man sieht schon, das kostet mich schon ziemlich viel Kraft hier, das ganze Gießen. Und die Gießkanne ist halt auch das Werkzeug, das ich eigentlich am meisten benutze. Na, wobei vielleicht noch der Hammer. Der Hammer wird auch ziemlich häufig benutzt. Aber ich meine, naja, nachdem ich alle meine Felder gegossen habe, muss ich in die heiße Quelle. Ist aber auch nicht wirklich das Wahre, finde ich jetzt.
Ist jetzt auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Sollte ich vielleicht mal drüber nachdenken. Aber ich sollte mir auch mal überlegen, wie viel kostet es eigentlich, wenn ich mein Zeug hier so verbessere. Weißt schon, was ich meine? Wenn ich meine Gießkanne auf Gold verbessere, was kostet mich das? Weil es würde mich auf jeden Fall mehr kosten als 15.000, da bin ich mir sicher. Und mehr habe ich halt gerade nicht. Da würde ich sagen, machen wir es am besten so. So. Ach, wobei, es ist ein 3-auf-3-Feld, also kann ich genauso gut so gießen. Wunderbar. Feld Nummer 2 wäre somit auch gegossen. Dann noch kurz ein Sprint zu Feld Nummer 3. Mann, 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 da bin ich ja fast bis 9 beschäftigt, alleine mit dem Gießen. Und meine Energie ist dann auch im Arsch. Naja. Ich sollte wirklich mit diesem Gedanken spielen. So. Wunderbar. Ja, bis 9 dauert es jetzt nicht, aber bis 8 auf jeden Fall. Und ich bin schon in diesem dunkel-orange-farbenen Bereich, der schon fast ins Rot übergeht. Das ist doch mal toll. Und das nur vom Gießen. Schön. So und nicht anders stelle ich mir das natürlich vor. So, müde werde ich aber davon noch nicht. Ist ja schon mal etwas. So, wir sind fertig und es ist schon fast 8 Uhr. 2 Stunden nur fürs Gießen. Und eine Energieleiste. Ist hier noch was? Nichts mehr? Nein, nichts mehr. Wollen wir jetzt noch ein paar Pilze hier einsammeln. Und ab in die heiße Quelle. Auf dass wir uns einen Schnupfen holen bei diesem Wetter. So. Jetzt nehmen wir uns noch das normale Sandwich von unserer Hexe. Wunderbar. So gefällt mir das schon sehr viel besser. Dann würde ich jetzt mal sagen, kümmern wir uns mal um unsere Viecher. Einen wunderschönen guten Morgen. Na. Das sage ich immer hier so schön in dem Spiel. So voller Motivation. Wunderschönen guten Morgen.
Sei ich immer voller Motivation, aber in Wirklichkeit schmeiß ich jedem etwas hinterher, der es meint, in der Früh zu mir herkommen zu müssen und voller Motivation und gut gelaunt einem wunderschönen guten Morgen zu schreien. Wer meint, das mit mir zu machen, dem fliegt sofort irgendwas hinterher. Grundsätzlich würde ich sogar sagen, man kann nicht wirklich mit mir reden, wenn ich frisch aufgewacht bin und noch keinen Kaffee hatte. Dann kannst du nicht wirklich gut mit mir reden. Da kommt dann eher nur so ein, ein Nicken. Wer mehr bekommt, der darf sich da wirklich glücklich schätzen. Wunderbar. So. Dann kümmern wir uns mal um unser liebes Vanillein. Namuku, wie geht's dir? So. Dann wirst du noch mal kurz gemolken. Famosemilch, wunderbar. Dankeschön, Muku. So, du bist Mäme, oder? Ja, du bist Mäme. Wie geht's dir denn, Mäme? Na, Lisa. Und zu guter Letzt, natürlich noch, meine Milky. So. Und noch kurz melken. Wunderbar. Somit wären alle gemolken. Und bei unseren Viechern, Kühe, Schafe und Pferde, wären wir wohl fertig. Naja, nachdem ich halt die Milch jetzt noch zum Käse gemacht habe, ist ja klar, ne? Das muss jetzt natürlich noch sein. Wunderbar. Wo es mir gerade einfällt. Dich nehme ich mal mit. Denn das mag mein Eichhörnchen. Mag ja auch mal was fressen. Ich will ja nicht, dass Chip irgendwie verhungert oder sowas. Das will ich ja nicht. So, wunderbar. Dann bedienen wir uns noch hier drüben. Dankeschön. Na, Donald. Wie fühlst du dich eigentlich so als einzige Ente hier drin? So als Außenseiter? Ha? Wie fühlt man sich da? Außenseiter der Clique sozusagen. So. Eigentlich ist es ja schon gemein, muss ich sagen. Was ich so Donald antue. Eigentlich ist es ja schon gemein. Er alleine unter 7 Hühnern. Ist eigentlich schon gemein. Und dann noch 4 Seidenraupen. Aber Donald tut mir deswegen jetzt nicht leid. Nein, ich wollte dich doch nicht nochmal streicheln. So, wunderbar.
Und zu guter Letzt wirst natürlich noch du gestreichelt. Wer immer du auch bist. Ich sag jetzt einfach mal, du bist Coco. Nein, du bist Chicken. Hallo Chicken. Ich finde diesen Namen sehr innovativ. Man muss ja innovative Namen geben. Nicht wahr, Batman? Du bist doch Batman. Nein, du bist Raupi. Da ist Batman. Nicht wahr, Batman? Innovative Namen muss man schon geben. So, jetzt müssten zwei, glaube ich, noch fehlen, oder? Kann das sein? Jawohl. So. Dann wollen wir jetzt mal kurz unsere Viecher noch schön füttern. Denn ich will mich danach eigentlich schon wieder schnell in die Mine verziehen. Um dort wieder so viel Zeit wie nur irgendwie möglich zu verbringen, um ordentlich Geld zu scheffeln. So. Zu guter Letzt noch ihr. Und du noch. Wunderbar. Das famose Entenei kann so verkauft werden. Da bringt es mir nichts, wenn ich das zur Entonese verarbeite. Ist sogar schlecht. Aber alle unsere Hühnereier, die wollen wir kurz zu Mayonnaise verarbeiten. So. Ich muss dann dran denken, dass ich meinen, Bodychaser. Ah, mir fällt der Name in dem Spiel hier nie ein. Bravo Drink. Dass ich meinen Bravo Drink mitnehme. Wo ist es eigentlich Bodychaser? Ich glaube, bei Friends of Mineral Town heißt das Teil Bodychaser. Deswegen sage ich auch Down Bodychaser, weil ich einfach, ja, meistens Friends of Mineral Town gespielt habe. Ist halt das Harvest Moon, mit dem ich am meisten Zeit verbracht habe. So. Dann wollen wir noch kurz unsere Haustiere füttern. Achso, das habe ich alles schon. Okay. Ist ja kein Problem. Hier, Chip. Okay, ich habe euch anscheinend auch schon gefüttert. Ich sollte mal damit aufhören, dass ich das am nächsten Tag noch mache. Weil sonst erinnere mich ich mich da nie dran. Gut. Nachdem wir jetzt hier alles haben, würde ich jetzt mal sagen, rennen wir einfach mal Richtung Garmon-Mine. Wobei ich mich ja gerade eher frage, warum, und ich habe meinen Bodychaser nicht mitgenommen. Bravo Drink. Den sollte ich vielleicht mitnehmen. Und vielleicht ein bisschen Platz noch machen. Wäre vielleicht auch noch praktisch. So. Und falls ihr erkältet werdet, 19 Golderz. Das ist der Wahnsinn. Das ist einfach nur noch Wahnsinn. Nein, nicht Ofen.
Ich sagte nein! Kühlschrank! Geht doch! Mann, scheiß Ofen! Okay, der Rest passt. Dann würde ich jetzt mal sagen, da ist meine Tierpfeife und damit ab nach Harmonika.